Also, das ist hier von richtiger Kevin. Wie kriminell ist Frankfurt? Monte reagiert auf Absturzjugend. Oh. Eine Reaction auf eine Reaction, okay. Aktion neigt sich dem Ist Ende so zu, leise. beziehungsweise wir sind schon im Finale und als finales Item haben wir die Umhängetaschen, Kann's nicht die lauter machen. Innentasche, Außentasche, im Get On My Level Stil, heiß gefragt, heiß begehrt und jetzt ist sie für euch da. Wir haben aber auch noch Bauchtasche für euch und ihr kriegt natürlich hier am Start Sorry, von Werbung. Tom in So Frankfurt jetzt. aufgenommen. 12 Minuten feinste Unterhaltung im Sinne von, wir werden uns danach alle sehen. Ist schon laut, am lautesten, also. Wenn es zu leise ist, sorry, ich kann nicht noch lauter machen. Sehr intelligent fühlen. Ich muss in 2 Monaten Knast wegen Körperverletzung. Die hat mich direkt angezeigt und halt wegen frühere Strafen auch einen. Was denn noch gemacht? Nein, jetzt war erstmal nein, sie einmal gehauen. Also sie hat zuerst Mittelfinger gezeigt und dann haben wir sie beleidigt. Frankfurt. Oh, jetzt schon, also, es ist jetzt schon auf einem Fremdschande-Level ganz schlimm. Ja. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen, Junge. Da stimme ich ihm zu. Frankfurt, es sind so geile Leute am Start wie dieser kleine Palästinenser. Komm her. Gib deine Hand. Ich weiß ja nicht. Wie alt ist denn der Junge? Oder was geht? 10 bis 12 oder so? Weiß ja nicht. Sorry, aber ich finde es nicht so gut, wenn man so kleine Videos zeigt. Also wirklich. Jedem das sein, klar. Jeder kann es hören, aber ich halt davon nichts. Also, ich meine, vielleicht finden sie das jetzt so cool, aber jetzt vielleicht blamieren sie sich im Video. Und in ein paar Jahren denken sie sich, ey, scheiße, ne? Geht jetzt nicht mehr weg. Also, nee, also davon halte ich nichts. Sorry. Gut. Guck mal, die machen aus ihnen quasi ein Meme, also, ne? Guck mal, die lachen ihn auch nein, aus, nein, quasi. Nicht. Mal was überfallen? Nein, nein, gar nicht. Lutscher geklaut? Ich sag euch so, im Hintergrund ist gerade Pumping Monkey to the Rank. Ich wurde gerade schon gefragt, Bruder, ich weiß nicht, was da los ist. Ich kam mir gerade ein bisschen fehl am Platz vor. Ich möchte nicht auf dieses, aber egal, Freunde. Aber auch so die Videos generell finde ich sehr schwierig. Wir werden auf jeden Fall fragen, ob sie kriminal sind. Ob sie auf jeden Fall schon mal irgendwas verbrochen haben. Das würden wir nicht sagen, let's go. Bist du schon mal kriminell gewesen? Nein, Wallah, nein. Also doch, Bruder, was geklaut, Alter, was das? Ja? Was hast du geklaut? Irgendein PS4-Spiel, Alter, aus Saturn. Oha, wie hast du das angestellt? Genau, ich hab einfach in die Tasche eingepackt, dann bin ich weggerannt. Das ist aber schon haram, ne? Ja, ich weiß. Ich hab aber gebetet dann. Wenn man scheiße baut, dann betet, Digga, dann ist... Vorzeigebürger, Vorzeigemoslem. Aber, sind wir mal ganz ehrlich, Chat, wir wollen jetzt hier nicht direkt ab... Warum ist das Video so leise? Also... Das kann wirklich etwas lauter sein. Das ist wirklich sauleise, das Video. Ja, mit dem Finger auf ihn zeigen. Der Großteil des Chats hat früher auch mal Zap-Zap-Zap gemacht. Ist wieder okay. Nö. Ganz ehrlich, ich habe noch nie was geklaut. Hab ich nicht. Ja, nein, also doch. Also, aber es geht ja um seinen Chat. Dann also doch, eigentlich kann das bei seinem Chat wahr sein. Aber ich sag mal so, ich habe noch nie was geklaut. Und werde doch nicht machen. Wie ist das so mit diesem Bad Boy? Steht ihr ein bisschen auf Bad Boys, oder wie? Du hast mich doch gerade was gefragt, ne? Ja. Gut so, Oma Schubser. Siehste, ich... Keine Community. Ihr seid nicht so. Ob du auch mal Lust hast, Tattoos zu machen. Aus dem gibt's halt echt ein Meme. Ich weiß nicht, ob's in dem Video ist, aber von diesem einen Kind gibt's ein Meme. Ja, siehste, das meine ich. Das meine ich. Also, ich... finde es, ich, das finde ich gar nicht gut. Solche kleinen Kinder in Videos zu nehmen... Weil, vielleicht finden sie das jetzt noch witzig, aber stell mal euch vor, in ein paar Jahren, ne, wenn sie erwachsen oder so, finden sie es nicht mehr witzig dann. Also das finde ich halt gar nicht okay. Okay. Aber da mag jemand sehr Nutella. Das gemacht oder was? Nein, nein, die habe ich machen lassen. Bruder, ich sehe es ja jetzt erst, er hat einen Kinderriegel auf. Er hat einfach einen Kinderriegel sich tätowiert. Naja, sieht aus wie Trimax. Also Maya, ich finde, der sieht aus wie du mit kurzen Haaren. Ich bin ein großer Ferrero-Fan. Schokolade, oder? Ja, aber richtig. Das ja, merkt man. Nutella. Hast du schon mal Nutella aus dem Laden geklaut? Nein. Ich hatte schon mal so ein 5-Kilo-Glas Nutella gehabt. Habe ich, glaube 2 Wochen für gebraucht. Digga. Als ich mit 6 so eine kleine Spray geklaut, das so geschmeckt hatte und man das auf die Zunge... Ah, ja. Dann war es leer. Ich esse es immer nur mit Löffeln. Ja, nicht. Die Dinger. Ich brauche kein... Brot. Und aber guck mal, du bist. Alter, pur. Also, ich bin generell nicht so Nutella, ne? Aber ich. Okay, ich bin auch anders. Süßigkeit ist bei mir so auch generell so
esse ich sehr selten und so süßes Zeug und so. Aber ein Klapur, boah, nee, das könnte ich gar nicht. Macht ihr das? Mal kriminell aktiv geworden, oder? Noch was, nie. Wenn dich einer einfach hier anrempelt? Dann ist es so. Aber dann ist so. Hat er recht. Wenn der hier. Perfekt. Der war jetzt süß. Ich weiß nicht, ob der vielleicht irgendwie ein bisschen Probleme hat oder auch nicht, aber der war eigentlich süß. Finden wir es ein bisschen lustig, dass er sich einen Teller tätowiert hat? Ja. Finden wir es lustig, dass er sich Kinderriegel tätowiert hat? Ja. Aber Bruder, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein schmeißen. Ich habe mir ein verficktes Geldfass mit Heisenberg auf die Hand tätowieren lassen. Die verfickte Fliege aus Breaking Bad und das Wohnmobil aus Breaking Bad. Also, lol. Mein Support hast du. Jetzt beleidigt hätte, ne? Mhm. Der hat gesagt, deine Mutter ist ein Kuh. Mhm. Wie würdest du mit dem umgehen, im Bremen? Habt ihr die eben gerade gesehen? Also Bruder, mein Support hast du. Jetzt beleidigt hätte, ne? Guck mal, die hier. Der hat gesagt, deine Mutter ist ein. Wie würdest du mit dem umgehen, im Bremen? Bin gerade am Abnehmen. Jetzt leisten. Ja, die Sache ist, süßes Zeug ist Luxus, das man nicht wirklich braucht. Ganz ehrlich, purer Luxus und so braucht man auch gar nicht. Im Normalfall nimmt man Zucker, gebrauchte tägliche Zucker, was man sich, was tut es denn? Oh, ich kann gerade nicht sprechen. Die war vielleicht auch, dass ich schon seit 10 Stunden so reif bin. Ja, das tägliche Gebrauch von Zucker, den man zu sich nehmen soll, den bekommt man durch normales Essen. Deswegen, alles andere ist einfach zu viel. Braucht man wirklich nicht. Ich hau den dumm und dämlich, ja? Das Einzige, was der haut, sind seine Lego-Steine, wenn er damit spielt und der klemmt. Schon mal eine Stegerei? Ja, Mann. Wie ist die geendet? Ich hab den auseinandergenommen. Hast du dich auch schon mal geboxt? Ja. Wie geht man so vor in so eine Stegerei? Alter. Keine Ahnung, wie soll man das machen? Man geht drauf. Das ist so respektlos. Vorher, ich hab was vergessen. Also Frankfurt, wenn ihr kommt, hier ist kriminell, kommt ihr nicht. Ihr könnt kommen. Schönste Stadt von Frankfurt, das Beste, ja? Aber geh nicht Heddernheim, Niederschmach oder sowas. Da wirst du entführt, ja? Geh nicht da. Ich glaub, der hat Erfahrung, deswegen, der weiß schon, der deswegen kann er so gut. Er spricht aus Erfahrung. Der wurde schon auch mal so, ne? Glaub mir, du musst immer ein Messer haben. Du musst direkt Headshot geben. Das ist wichtig. Du musst nicht einfach wie Fortnite, Digga, ganze Zeit zu Hause Fortnite spielen. Oh hier, Alter. Oder wo bin ich denn hier gelandet, Alter? Und 200er, ja. Keine Ahnung, HP machen, ja? Du musst direkt den einfach mit Hand in Real Life eine Bombe schießen. Ich hätte fast eine Ich weiß nicht, was ich trauriger finde, dass er wirklich so denkt oder dass niemand was gegen sein Denken unternimmt. Anzeige. Da hat er recht, da gebe ich mal Monte wirklich recht. Ja. Bekommen in der Schule, weil das ist ein kleines Kind, das gerade auf krass machen muss. Ja, klar, weil er halt im Video ist, deswegen. Natürlich, dann. Die meisten so. Kann's eh nie wirklich klarstellen, was die hier im Video, ob das, was die sagen, wirklich alles real ist oder ob sie es extra nur sagen, damit die ins Video aufgenommen haben und dann irgendwie mehr Reichweite oder halt, dass sie einfach im Video drin sind, weißt du? Man, die meisten Jugendlichen, die gehen da voll ab und. Das ist ich und so, nur weil sie in einem Video sind. Deswegen. Ich bin beleidigt, ja. Habe, aber ansonsten nicht. Was hast du mit der gemacht? Also, guck mal, wir hatten Sport und die ist uns in uns reingerannt. Und dann haben wir halt die beleidigt. Also, sie hat zuerst Mittelfinger gezeigt und dann haben wir sie beleidigt und dann haben wir halt zurückbeleidigt. Ich war mit dir und ich wurde einfach so nach Hause geschickt. Einfach so ohne Grund. Weil wir haben Schulausschluss bekommen. What? Die Zimbach! Er hat gesagt, Okay, was? Was? Ich war ein Cheeseburger und vergiss nicht Ketchup und Mayo. Nächstes Mal, wenn ich nochmal irgendwie respektlos gegenüber Lehrern bin oder fremden Leuten, krieg ich eine Anzeige. Aber ich habe keine bekommen. Meine Akte ist noch clean. Die wird auch clean bleiben. Schauen Sie, was mit clean ist. Und wenn dich jetzt irgendeiner anrempeln würde, irgendein Mädchen, ne? Ein Mädchen? Wie würdest du reagieren? Ich weiß nicht, ich würde sagen, geh mal weiter oder so. Test die Zimbach. Warum bist du eigentlich immer hier? Geh mal bitte einen Schritt zur Seite. Ey, der gehört zu mir. Seid ihr zusammen oder was? Ja, fast. Küsst euch. Bruder, chill. Das ist nicht vor anderen Menschen, das ist haram. Ja. Sieht's bei dir aus? Hast du schon mal eine Straftat begangen? Ja, zu viele. Ich muss in 2 Monaten Knast wegen Körperverletzung. Echt? Ja, und die lacht darüber. Die fühlt auch noch, weißt du? Ach so. Traurig. Ich war einmal bei sowas in dem Video. Ich war der Dümmste.
Nee, aber ich war da gefühlt einfach nur dumm. Der stellt simple Fragen, aber ich war so gefühlt 2 Stunden, bis ich antworte. Ey, das ist doch nicht halt doch nicht so schlimm. Halb so wild. Ja, richtig lustig. Mein Gott, macht mich das sauer, Digga. Was hast du gemacht? Ich hab jemanden geschubst und die hat gesagt, ich hab sie verletzt, aber... Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich jetzt vor Kamera jetzt alles wüsste. Ich meine, vor Kamera hat man ja auch sowas wie Lampenfieber und so. Dann hat man Angst, ey, falsch zu antworten. Dann denkt man zu viel und ja... Da vergisst man halt so... Das ist so wie, als wenn du irgendwie eine Präsentation machst. Ja. Ist ja auch so. Also, halt. Bei solchen Leuten, ich sag so, wie es ist, ein Wombabila oder ich schwör auf meine Mutter, hat ungefähr so viel Wert wie eine leere McDonald's-Tüte. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Auf jeden Fall. Was angeblich gebrochen, sie hat sich nicht mal was gebrochen. Und warum ist dieser Streit entstanden? Ja, stimmt. Ich war interaktiv, natürlich. Okay. Wer kennt es nicht? Man schubst jemanden, diese Person sagt, man hat sie geschlagen, dann zeigt sie einen an und sagt, oh, mein Arm ist gebrochen. Ärztliches Gutachten, Attest und so, das gibt's nicht. Geschichten aus dem Paulanergarten. Ja, sag ich schon, was ich vorhin gesagt habe. Du weißt nie, ob, das kannst du eh nicht nachweisen, was sie da erzählen, ob das stimmt oder nicht. Das Safe ist meiste eh nur gelogen, damit sie im Video sind, ne, also. Es war so, also sie hat mich beleidigt. Und am Ende gucken sie sich das Video an, so, ich hab mich voll angelogen, oh, wie geil. Hat die lachen den Arsch sich. Also, das ist... Da hab ich sie auch beleidigt, dann hab ich ihr gesagt, ja komm, dann treffen wir uns, weil es war über Insta. Dann haben wir uns draußen getroffen und dann ist sie so, hat sie so mich beleidigt und dann hab ich sie so weggeschubst und dann hat sie sich irgendwie was gebrochen. Ja, direkt, die hat mich direkt angezeigt und halt wegen früheren Strafen auch... Was hast du noch gemacht? So. Einbrüche! Ich schwör auf meine Mutter! Letztes Jahr! Jo. Er kennt's nicht, auf seine Mutter schwören im selben Atemzug. Ich bin eingebrochen. Ich bin eingebrochen! Ich schwör bei meiner Mutter! Oder deine Mutter? Was gemacht? Nein, ich hatte diese T-Shirt, hab ich so gemacht. So. Und da bin ich eingebrochen. War der Laden schon zu oder wolltest du was klären? In der Schule auf jeden Fall nicht. Nein, das war noch offen, deswegen ich war ja behindert. Dings, hast du Eltern? Ah ja, klar. Eltern. Yeah. Jeder hat Eltern, hoffe ich mal. Okay, was sagen diese? Ah, die sind nicht so zufrieden mit mir. Ach, wer hätte das denn gedacht, ey? Die zweifeln ihr ganzes Leben an. Ganzes Leben gearbeitet, ganzes Leben für ihre Tochter und dann schwört ihr auf Mutter, dass sie eingebrochen ist. Da wäre ich auch nicht begeistert. Wie alt bist du? 16. Wie hast du dich kennengelernt? Heute. Da vorne einfach. Vor 2 Minuten so, ne? Ja. Ist Toilette oder wie? Nein! Ich glaube, ich bin mehr Frau als sie. Sie hat so Anzeigen. Meine Mutter. Ja, Bruder, glaube ich auch. Bin die Erde. Ich bin nicht in Ruhe. Guck mal, wir waren aus Klassenfahrt. In Wegscheide. Da hat ein Junge Haschisch mitgenommen. Oder so. Zigarette, Red Bull-Dose und dies, das, weißt du? Walla, die hat das mitgenommen. Wie alt war der? Er war 12. Wie sieht's aus, wenn sich die Leute schlagen? Schlägerei. Was sagst du dazu? Es geht drum, dass... Der Typ. Ich kenn das Video eigentlich auch schon. Digga, ich bin aus einer jüngeren Generation, also diese tut aber nicht... Bin ich so unkorrekt und dumm. Ja. Alles, was in der physikalische Welt reinkommt, muss es spirituell genehmigt werden. Das Ungesehene ist stärker als das Gesehene. Was redet er? Redet am Thema voll vorbei. Deswegen muss man beten. Wir müssen verstehen, wir kommen von Gott. Am Anfang war das Wort Gottes. Do you ever look at someone and wonder? Was, Diggi? What is going on inside their head? Baby, bitte setz dich auf mein Gesicht. Lol. Das Ende wird das Wort Gottes sein. Das heißt, wenn wir das Ende des Krieges haben wollen, sollen wir beten den allmächtigen Gott. Der kann mit einem kleinen einfach den Krieg zu Ende bringen. Was, Bruder? Geist, schau sie mal, wie schön das ist. Schau sie mal das Wetter. Digga, alles kommt von Gott. Ich bete einfach, dass die Leute verstehen. Es ist alles die Schöpfung Gottes. Ich wollte nur fragen, wenn sich hier welche schlagen. Einfach beten. Okay, einfach beten. Einfach beten. Schlagt dich jemand, einfach beten. Ja, bete einfach. Für euch, seid ihr kriminell? Nee, geh nicht weg oder weiß ich was, ne? Oder keine Ahnung. Einfach beten. Ich hab die Lösung für alles. Einfach beten. Müsst ihr auch nicht lernen für Schule, einfach beten. Ich nicht. Hat er gerade gesagt, einfach beten? Stellt euch einfach vor, ihr seid in einer miesen Schlägerei in Frankfurt City und ihr kriegt übelst eins aufs Maul.
Ihr liegt am Boden, Digga, und ihr kriegt ein Ding nach dem anderen. Und ihr schreit nach Hilfe und der Typ steht einfach neben euch und macht... Ah. Er sagt, Bruder, helft mir bitte, helft mir, helft mir. Er sagt, Bruder, einfach beten. Geben das seine, oder? Warum nicht? Also ich habe mit Kriminelles nichts zu tun. Warum? Sehe ich kriminell aus? Nee, aber warum nicht? Auch dann mal warum eine Chips-Tüte nicht? Mitnehmen, wenn man im Lidl ist. Nee, das auch nicht. Noch nie geklaut? Doch, früher. Siehst du, also bist du kriminell. Aber auch hat nur Nagelzeug geklaut. Ja, und mal ein Nasenpiercing, aber ist schon lange her. Das war letzte Woche oder so. Letzte Woche oder so. Lange her. Ja, Dings. Und wie ist mit Bad Boys und so? Was ist Bad Boys? Die ein bisschen böse sind, ein bisschen kriminell, aber dich trotzdem lieben. Ja, ja, okay. Sowas lieben wir. Guck mal, aber hier, wir haben hier einen Bad Boy. Komm her, Bruder. Oh Gott. Gott, was? Lass doch den kleinen Jungen da raus, ey. Was ist das? Der arme Mann. Oder der hat sich schon mal geschlagen, geht, einmal, ne? Oder mach mal einmal Sturdian. Wait! Hey, wie alt bist du? Wie alt bist du? Hört nicht auf. Was war das am Ende, Digga? Das war so ein spezielles Move. Ich fand's cool. Also ja? Du kannst tanzen. Das Ding ist, bezeichne nie ein Mädchen als ein Hund, denn die Hunde sind loyal, aber diese Bitches nicht. Boah, Gänsehaut. Einfach cringe. Kannst du dir einfach nicht ausdenken, Digga. Das ist doch ein gekaufter Schauspieler, Bruder. Der hat drei Haare am Sack. Ach so, okay. Hat gar keine Lebenserfahrung. Hat in der Schule wahrscheinlich... Ach, Digga, das kannst du dir nicht ausdenken. Guck mal, seid ihr kriminell? So ein Safe nicht... Safe kam der selber nicht auf den... Bruch, also... Nee. Kriminell? Nein. Ja, was hast du schon mal gemacht? Gar nichts. Immer nett. Wie sieht's aus mit Bad Boys? Auch mal da interessiert so ein bisschen? Nein. Die rechte ist sehr hübsch. Rothaarig, naturell rothaarig. Sehr hübsche Frauen. Beide sind hübsch, aber rothaarige, hübsche Frauen sieht man natürlich auch seltener. Ne? Ist ja klar. Muss nicht. Nochmal angesprochen werden? Auch nicht? Manchmal schon, ne? Wie findet ihr den? Alter, lass doch den kleinen Jungen da raus. Oder tanzt man? Nein, Mann. Okay. Siehst du? Er sagt nein, Mann. Aber jetzt tanzt er doch. Weil er bestimmt bezahlt oder so. Alter, lass doch deinen armen Jungen ruhen. Der war krass, oder? Ja, war. Also und auch sexy, oder? Ja, zu jung, ne? Was soll man machen? Boah, das ist so schlecht. Egal, der Bre hat schon mal eine Bank ausgeraubt, ne? Wisst ihr? Echt? Ja. Echt? Krass. Okay, tschüss. Was war schlimm? Okay, tschüss. Woher kam diese Narbe? War fest. Also die beiden Mädels waren mit die vernünftigsten Personen, die wir bis jetzt gesehen haben. Pizzerei und so, da habe ich Eishockeyschläger bekommen. Ich habe geblutet, aber wenigstens wurden die Leute auseinandergenommen danach. Aber ja, ich habe ein kleines Souvenir mitgenommen. Aber die Frage ist, ob diese Schlägerei notwendig gewesen ist. Nein, eigentlich nicht. Hier ist nie was notwendig. Aber die Menschen sind hier manchmal so sinnlos. Man muss es nicht nachvollziehen, warum die Menschen so sinnlos sind. Und letztendlich, wenn du was im Kopf hast, lässt sich nicht drauf ein. Guck mal da. Das waren reale Fakten, ein Real Talk vom unbekannten Ehrenbruder. Hat er schon recht, ja. Komplett Tinder. Gleich Tinder. Nee, war da Tinder auch? Oh, so eine Werbung, ja, oder was? Hast du Bock? Nein. Ich kenne auf Tinder. Nee, ich kläre gar nichts. Warst du schon mal kriminell gewesen? Was? Bist du schon mal kriminell gewesen? So die Frage. Und seid mir nicht sauer, das ist einfach eine Sache, die ich jetzt mal ausspreche. Frauen und Männer, die bei Straßentinder mitmachen, sind mir tendenziell erstmal maximal unsympathisch. Nein. Irgendwo schon nachvollziehen, ja. Warum nicht? Weil ich zu brav bin. Schon mal kriminell gewesen? Normal. Was normal. Wir sind in Frankfurt der Kriminal. Was gemacht? Normal. Du viel normal. Gemacht. Kann ich erzählen, weißt du? Viel große Geschichte. Na guck mal, der hat da schon eine Zahnlücke. Der hat sich mal selbst geboxt oder so. Auch schon mal geboxt? Nicht geboxt. Ja, was? Wie? Ich bin Krankenhaus geschickt. Krankenhaus? Ja. Oder? Es ist eine Zahnlücke, sah so aus. Ja, Großer. Alles gut? Ja. Rücken geht wieder. Rücken geht. Wer ist denn das? Oh. Genau. Mit Faust oder mit Fuß? Faust. Mit Nase auch? Ja. Alles gebrochen. Gebrochen? Gebrochen. Polizei? Ja. Ich bin gegen Polizei. Ja? Ja. Schon mal Polizei geschlagen? Noch nie, aber ich will einen Tag. Hast du schon mal geklaut? Junge. Also so Kaugummi, so... Kaugummi, genau. Ja, ich hab schon. Von Lidl. Hi. Wie geht? Gut, und schick dir? Gemacht für Tinder, oder wie? Nee, hier Frankfurt. Wir kommen 4 Stunden weit weg von hier. Und schon mal kriminell? Sind freiwillig in Frankfurt? Was wollen die denn da? Kriminell geworden. Nee. Warum fährt man 4 Stunden nach Frankfurt, Digga? Digga, Mont, hör auf, mir nachzusprechen, ja? Guck mal, wie Mont mir einfach hier so nachspricht.
Das ist unglaublich. Warum nicht? Weil ich mach sowas nicht. Hast du noch nie ein bisschen Contouring geklaut? Nee. Du? Würdet ihr für einen Mann, wenn ihr verliebt seid, kriminell werden? Nee. Wenn der jetzt nur ein Bad Boy ist, aber euch trotzdem liebt, der ist kriminell, Banküberfälle, alles. Findet ihr das angenehm, oder? Ja, ich finde es attraktiv. Findest du Ticker attraktiv? Ah, jetzt wissen wir, warum sie in Frankfurt ist. Weil die genau solche Jungs sucht. Die steht auch solche, deswegen ist sie in Frankfurt. Deswegen hat sie sich auch so, ja, wie gesagt, hübsch gemacht und so, ne? Jetzt wissen wir es. Jungssuche. Ja, oder die ist 14, 15, wenn wir mal machen, die ist noch jung und dumm. Mehr gibt es da nicht dazu sagen. Oder was denkt ihr, die beiden kommen 4 Stunden nach Frankfurt? Um da, keine Ahnung, was zu machen, shoppen zu gehen. Nee. Warum? Keine Ahnung. Ist irgendwie heiß. Weil die so ein bisschen mit irgendwie heiß. Stehen, oder wie? Wenn das so auf. So eine Frechheit, Monte, das gibt's. Erstmal Cringe-YouTube-Videos Verbot. An der Kauf macht's. Ja. Das ist keiner Crack, weißt du? Guck mal, wenn der ein bisschen ticken würde, ne? Wie wäre das dann? Zu jung. Ich stehe auf Bart, ich weiß nicht. Auf Bart! Die steht auf Bart. Junge. Die ist doch selber erst 14 oder so. Okay, es gibt 14-jährige Jungs, ein paar, die Bart haben, aber eher wenige davon. Hast du Ziegenbart? Ziegenbart? Du hast Ziegenbart. Jetzt suchst du raus so Sachen, die du beim Mädchen heiß findest. Bruder, die ist, wie alt ist sie? 14,5 oder? Ja. Diese? Ja, Monte, hör doch auf, mir nachzusprechen. Alter, hör doch auf. Ja, das ist so ein Pluspunkt. Rauchen, Mauchen, du bist zu jung für sowas. Ja, ich weiß. Wer bist du denn? Was geht, Mann? Du siehst wie eine Schildkröte aus. Wow, was soll das? Der arme Junge. Das muss jetzt nicht sein, also. Ganz ehrlich. Das war jetzt zu viel. Ne? Bist du schon mal kriminell geworden? Wer bist du eigentlich? Was heißt? Ja, scheiße. Was heißt kriminell? Noch nie Zigaretten geklaut? Nein. Wie kommst du an Zigaretten ran? Meine Eltern kaufen mir. Jo. Ja, gut. Dann kaufen die Zigaretten. Ja, weil ich halt dann angefangen habe zu rauchen. Wie war wann denn? 12. Laber doch keine Mit 12 hat sie angefangen zu rauchen. Die Eltern sagen so, ja, egal, wir kaufen mir Zigaretten. Wie bitte? Was? Scheiße, oder meinst du es ernst? Ich mein's ernst. Hast du schon mal Schlägerei gehabt? Ja, mit Mädels. Und wie war das? Typisch Schlägerei mit Mädels, so Haare ziehen und so. Okay. Und das waren genau die Mädels, oder? Echt jetzt? Ja. Komm mal, Digga, ihr beide habt euch gefetzt, oder was? Ja. Hast du diese blauen Flecken, das so? Nein, das hab ich von einem Jungen bekommen. Egal. Ja. Ich muss sagen, nichtsdestotrotz, die Dame mit 12 anzufangen zu rauchen, ist immer scheiße. Rauchen an für sich ist scheiße. Sagt der Richtige, ne? Dass ihre Eltern ihr Zigaretten kaufen, ich weiß nicht, wie alt die ist, auch nicht unbedingt das Beste, aber ich kann nur von mir aus sagen, ich habe auch angefangen mit 12, 13 zu rauchen, deswegen kann ich da jetzt nicht groß irgendwie drüber ablästern oder so. Ich glaube, viele von uns da draußen haben schon sehr früh auch mal angefangen zu rauchen. Nee, bitte zieh mich da nicht rein. Ich habe noch nie eine Zigarette angefasst, nie geraucht. Nö, nein, nein. Ab und zu mach ich Shisha rauchen, aber das ist wirklich nicht sehr oft. Aber Zigaretten, nein. Also zieh mich bitte nicht rein und sag jetzt nicht, viele von uns, fast alle von uns, nee, das finde ich nicht gut, nein. Beziehungsweise, das ist jetzt nichts, wo ich sage, primär, oh, die ist asozial, whatever. Schick Adresse von Eltern, ich schick die Urkunde an die Eltern, die lautet, die haben auf Erziehung komplett verkackt, ja. Mit 12 angefangen zu rauchen. Auf jeden Fall. Ja, die hat halt Dings mich abgefuckt und so, die hat auch, die ist auf meinen Toten gegangen. Die hat meine Freundin auch Dings beleidigt und halt und so, ja. Warum hast du die beleidigt? Weil die mich auch beleidigt hat. Die hat jemand von meinen Freunden angerufen, die meinte so, ja, wo ist diese Schlampe und so, komm mal runter und so. Dann ich bin halt nur... Kein Problem, ne? Dann ich bin runtergegangen, aber die waren nicht da und so. Danach, wir haben uns bei Ostbahnhof gesehen, dann haben wir halt uns geschlagen. Wer hat gewonnen beim Kampf? Wer hat gewonnen beim Kampf? Die hatten schon Bohren gewonnen. Ja, guck mal, hier auch genial, wie die Zigarette einfach nur nimmt, ne? Als ob die jetzt rauchen wird. Die macht das nur, um jetzt irgendwie cool auszusehen. Ich denke so, ach, auch so, Alter. Wieso?
denkt so, oh, ich sehe jetzt cool aus mit der Zigarette, oh ja. Video jetzt in der Kamera, ja, geil. Alter, ihr seid doch Frauen. Guck, die hält sich ja die ganze Zeit nur. Ja, das muss ich korrigieren, das hat nichts mit Frauen oder Männern zu tun. Oder Frauen, Männer, whatever, jeder kann reden. Ja, ich muss fairerweise sagen, ich habe auch früher die Gewalt sprechen lassen und habe mich geschlagen, aber mittlerweile ist Onkel Monty älter, weiser, grauer geworden. Und ich kann euch eins sagen, der einzige Aspekt, wo in meinem Leben noch Gewalt eine Rolle spielen würde, ist, wenn ich mich verteidigen müsste, weil mich jemand... Ja, und Dings und... ja. ...angreift, weil ich aus dieser Situation nur mit Gegengewalt rauskomme. Das wäre der einzige Aspekt, wo ich noch in meinem Leben Gewalt dulden würde. Ansonsten... Die ist rein zurück direkt gegenüber. ja. Selbst wenn mich jemand auf der Straße dumm anlabern würde, ich würde einfach weitergehen. Ich habe dafür gar keine Zeit. Ich habe dafür gar keine Lust. Also wirklich. Weil am Ende ist es einfach ein Fakt. Ich möchte euch die Realität mit auf den Weg geben. Auch an die jüngeren Zuschauer. Ihr denkt vielleicht, dass es etwas irgendwie ist, ein Must-Have oder das zur Jugend oder zum Coolsein dazugehört. Aber sie hat gerade gesagt, sie hat bei der Schlägerei sie auf den Boden geworfen. Selbst wenn du nur eine Person auf den Boden werfst, schubst, das Worst-Case-Szenario ist, dass diese Person so ungünstig fällt, mit dem Kopf aufschlägt, dass sie ein Leben lang geschädigt ist. Sowohl du als Person, die Bock hat auf Gewalt und auf den Boden fällt und der Kopf kaputt geht, und du als Person, die sie schubst, dein Leben ist dann zu Ende. Das ist es einfach nicht wert. Und es hat auch nichts mit Ehre oder whatever zu tun. Bruder, ich habe eins gelernt und wie gesagt, ich bin älter geworden. Früher war Gewalt auch meine Sprache. Aber ich würde jetzt zu meinem jüngeren Ich sagen, Gewalt... Das ist halt so fake, das kann nicht sein, dass Schulkameraden in der Nähe sind, wenn ich in der Stadt bis bin, eine Chance von 1 zu 100 Quintilliarden. Ach, du... Es ist halt, die meisten Videos heutzutage sind ja fake, also, ja, was willst du machen? Ist halt leider so, das ist die Wahrheit, ja. Schon traurig. Aber Monta hat schon recht, weil Gewalt ist nie eine Lösung. Ich habe im, okay, nicht ganz, ich wollte schon sagen, noch nie in meinem Leben Gewalt ausgeübt, aber doch einmal schon, war bei der Grundschule. Das war so, da, was haben wir da gespielt? Ich weiß nicht, was wir gespielt haben. Ich glaube, Fang oder so. Und dann hat mich einer irgendwie geboxt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es mit Absicht oder aus Versehen war. Es ist viel zu lange her, wie gesagt, Grundschule, ne? Und da war ich halt so wütend, dass er mich geboxt hat, dass ich einfach zurückgeschlagen habe. Aber das sonst nicht wieder was. Weil Gewalt ist einfach keine Lösung. Es ist halt so. Und wie er sagt, es ist die Chance, jemanden so richtig schlimm zu verletzen, dass er dann dafür Schäden hat, die bleiben. Also, daran will man nicht Schuld haben. Also, ne? Also, ich denke. Gewalt ist die Sprache der Dummen. Gewalt ist definitiv keine Lösung. Und der Klügere gibt nach und geht einfach, Digga. Es bringt dir nicht weiter im Leben. Nur in einer wirklichen Notsituation, wo du nur mit Gewalt aus der Situation rauskommst, im Sinne von, du wärst irgendwie angegriffen oder whatever und derjenige lässt nicht von dir los und dann du kannst nicht weggehen, dann kann ich es verstehen und dann würde ich es genauso machen, dann würde ich mich wehren, weil es ist Notwehr und auch gesetzlich natürlich dann legitim und erlaubt. Aber ansonsten vertraut mir vom Onkel Monty, das ist wirklich, was mir auf Herzen liegt, geht Gewalt aus dem Weg. Lasst euch da drauf nicht ein, lasst euch nicht provozieren, egal ob ihr eure Mutter beleidigt hat. In der heutigen Zeit Mütter beleidigen, Bruder, das ist ganz normal gang und gäbe, Bruder. Umdrehen, weitergehen, Mund... Ich bin derjenige, der im Bus öfters geschlagen wird, deswegen bin ich abnehmen und ein bisschen Kampfsport trainieren, sodass ich mich mal wehren kann. Ja, okay, nice, das ist gut, ja. Aber wie gesagt, mehr als wehren sollte nicht drin sein. Also, solange du dich nur wehrst und nicht anfängst, der so sein, der jemanden anfängt zu schlagen, dann ist alles gut, ne? Weil das muss halt nicht sein. Aber klar, dass du dich trainierst, damit du dich verteidigen kannst, wehren kannst, das ist klar, das ist schlau, das ist gut. Abwischen. Den Idioten, Digga, der ist gar nicht wert, sich mit denen abzusammeln. Hast du die auch geboxt? Ja. Alter. Hast du die auch geboxt? Ja. Zwei gegen einen, oder? Ja. Nein, das war erstmal ich. Das ist alles, ich sag euch ganz ehrlich, die ihr da alle gerade seht, die werden nichts im Leben. Nicht böse gemeint. Wenn die so weitermachen, die werden nichts im Leben.
Die kommen so im Leben nicht weiter. Das ist nichts. Dreimal gehauen. Wir haben uns dreimal gehauen. Nein, komm nicht. Die Einzige, muss ich wirklich sagen, da muss ich in Schutz nehmen, die Einzige, die noch einen halbwegs gescheiten Eindruck macht und sich vernünftig artikuliert von der Aussprache und so, ist sie. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die alle, die und die, oder, weiß ich nicht, kriegen ja gefühlt nicht mal einen geraden Satz raus, Alter. Junge, erstmal, sie hat sich nie. Junge, sie ist auch doch. Sei mal leise. Sie ist auf mich mit Schlappen gekommen, dann hat sie sich eingemischt. Dann habe ich sie geboxt auf das Auge. Sie hatte blaue Auge. Ja, und wie hast du geboxt mit Faust? Sie hat sie auf den Boden gelegt. Ist also, Alter. Naja, für 5 Jahre das Mobbing und Schlagen kann man schon mal so bei der 3 First mehr in den Bauch brettern lassen. Oh Mann. Ja, Mobbing ist nicht schön. Ich kenne das, also, das ist wirklich nicht schön, klar. Oma Schopser kann nicht mehr. Video ist einfach zu krass. Ja, glaub. Kannst nicht mehr fassen, was da passiert. Das Schlimmste ist, Digga, die reden mit einem lächelnden Gesicht über Gewalt auf dem Boden, geboxt, blaues Auge und dazwischen steht irgendwie ein 7-8-Jähriger, der da gar nicht stehen sollte, Digga. Der hat überhaupt nichts damit zu tun, aber der wird damit groß. Das ist unterste Schublade, Digga. Ja, da warst du auch. Ja, aber wie machst du so eine Bombe? Ja, die hat die. Ja, der, und ist doch egal, ob der 7 oder 5 ist. Das ist ein kleines Kind, Digga. Mach mal so einmal so bam. Auge. Warum macht ihr das? Nein, mach doch. Es gibt Gründe! Bist du kriminell? Es gibt Gründe! Kriminell? Ich war schon mal früher, aber jetzt nicht mehr. Was hast du gemacht? Ich hab, soll ich ehrlich sein? Boah, ich hab Eier geklaut. Weißt du, diese Eier geklaut? Ich hab die geklaut. Hä? Naja, boah, für meine Eltern und so. Warum? Ja, boah, wir hatten gar nichts damals. Und wir hatten Nachbar. Der hatte so eine, wie heißt das? Hühner. Ja, Hühnerstall und dann haben wir... Aber guck mal, er hatte wenigstens einen Grund, ne? Also, wenn sie nichts hatten, ja, kann man es bei ihm irgendwo noch nachvollziehen. Aber die anderen, sonst ist es halt wirklich so dumm. Irgendwie geklaut, weißt du? Geh den geraden Weg. Ja. Hör auf mit dieser Hühnerklau. Der will einfach nur ein Video sein. Damals musste ich, weißt du? Ja, fühle ich, Digga. Hast du danach gebetet? Muss ich beten, Mann? Wegen Haram? Das Niveau ist hier komplett. Wegen Haram, Alter. Marsch, aber bewahrt die Jugend vor diesen Assis. Du darfst nicht so werden. Okay. Geh den geraden Weg, geh die Schule. Geh auch mal einfach auch zu Unterricht mal hin. Mach ich. Ja, richtig. Dann habt ihr auch eine Zukunft, Freude. Bis zum nächsten Mal, Leute. Oder warum hat er seinen Rasierer da gerade raus? Diesen Assis. Du darfst nicht so werden. Gute Frage. Oder ist es Gel? Geh den geraden. Nee, es war Gel. Weg, geh die Schule. Gel, okay. Geh auch mal einfach auch zu Unterricht mal hin. Mach. Aber warum Gel? Jetzt? Genau jetzt? Richtig. Ja, richtig. Dann habt ihr auch eine Zukunft, Freude. Bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst ein Like da, kommentiert gerne und. Nee, doch ein Rasierer. Das war doch ein Rasierer. Du hast einen Rasierer dabei. Ich bin Friseur. Ich glaube, die einzigen wirklich vernünftigen, die einen vernünftigen Eindruck gemacht haben, war die Rothaarige mit ihrer Freundin. Ja. Die haben einen gescheiten Eindruck gemacht. Zumindest das, was in so einem Video dann. Also, das ist so ein krasses. Streamingzimmer, alle. Wenn ich eigene Wohnung habe, ich würde mir auch ein krasses machen. Sag's euch. Für ein paar Sekunden einfach. Dann werde ich, glaube ich, auch nur noch mit Facecam und so machen, ne? Brauche ich kein krasses Licht von vorne und dies, das und so. Aber ansonsten kann ich eins sagen, da habe ich ein ganz großes Problem. Und der Nutella-Typ war auch nicht da, stimmt, ja. Stimmt, ja.